Wow. Krasse Scheißen, würde ich sagen. Ich gucke mich hier mal ein bisschen um, habe ich noch gar nicht getan. Die werden wahrscheinlich gleich wieder irgendwas reden, deswegen. Sean, ich bin's. Was Ja. ist los? Seid ihr am Flughafen? Ja, wir mieten einen Jet. Kommst du auch? Ja, ich bin bald da. Gut. Sie wurde schon begraben. Ich weiß. Auf einem kleinen Friedhof bei Rom. Ganz nett. Oh Gott, wie schnell so eine Scheiße passieren kann. Liegt Desmond noch auf Eis? Ja, wir messen sehr viel Hirnaktivität, aber ohne das Überwachungssystem können wir nichts aufzeichnen. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Wir sehen uns bald. Okay, das war's dann. Also, Madame wurde beerdigt und wir müssen weitermachen. Und die wollen wohl abhauen. Auch nicht Liebe schlecht. Schwester, Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar. Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Denn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen, doch niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die fünf Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolo Polo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits, und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Okay. Also unsere Mission ist jetzt wohl alle Schlüssel zu finden. Oh ja, endlich. Schön, endlich wieder mal in der Stadt. Oh, genial. Es geht aufwärts, Leute. Oh, wie toll. Wunderschön. Ein prächtiger Anblick. Es ist längst nicht vollendet. Keine Stadt in Europa bietet ein solches Panorama. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Das ist Asien. Ah, einige Grenzen halten selbst den Osmanen stand. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach. Eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Si, da molto tempo. Ich verließ Roma vor 12 Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopoli. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantinopel. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Güzel, Konstantinie ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende so wie euch. Okay. Sehr interessant, die Dialoge. Irgendwie nicht, aber gut. Es wartet so viel Arbeit auf mich, aber es ist schön, zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem Salve. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet. Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, Beerfendi. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Das werde ich sicher. Yardim et belirmim, Effendim. Grazie, mein Junge. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Exig olmayin. Koschgelden kardesim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de la la la. Prego. Vergebt mir.
Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da Firenze. Dort wurde ich geboren. Ah, ja. Nun, nach eurem Brauch wäre ich wohl Yusuf Tazim da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul? Noch ein Name für diese Stadt? Evet, der örtliche Favorit. Kommt, Mentor da Firenze. Ich führe euch herum. Okay, ein persönlicher Stadtführer. Ja, dann zeig doch mal, was hier abgeht. Ein warmes Willkommen. Oder wisst ihr was? Ich mach das erst im nächsten Part. Ich werde den Part jetzt eh wieder splitten müssen, weil es ist ja zu viel und ich muss das akzeptieren. Okay, dann laufe ich halt noch mit dir mit. Willkommen im Galata-Bezirk. Seit Jahrhunderten die Heimat von Weisen aus Europa und ganz Asien. Nirgends in der Stadt werdet ihr mehr Vielfalt finden. Und aus diesem Grund wurde es zur Heimat der Assassinen. Ich würde gerne sehen, wo. Kessing Likle. Es ist der Bruderschaft eine Ehre, den Mann zu treffen, der die Borgia in den Ruhestand schickte. Oh, weiß denn schon jeder in der Stadt, dass ich hier bin? Nun, euer Gerangel mit den Templern ums Heilige Land blieb nicht ganz unbemerkt. Als ich einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Ich suchte Weisheit, den Inhalt von Altairs Bibliothek. Ihr wusstet nicht, dass sie seit 3 Jahrhunderten verschlossen ist? Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Sehr beunruhigend, oder? Vor 5 Jahren war der Einfluss der Templer hier minimal. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Doch es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Nicht nur einen. 2 aufgebrachte Söhne. Ganz normal für die königliche Familie. Wenn der Sultan hustet, ziehen die Prinzen ihre Schwerter. Ich glaube, da wird es noch einen Konflikt geben um die Herrschaft. Bei all den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. Die haben uns angegriffen, Junge. Das muss ich mir merken. In der Nullmaß. Ach, das sind Templer, oder was? Ja, lass ihn doch runter. Noch eine Welle. Das sind jetzt verschiedene Wellen, will ich mich verarschen? Nein, nein. Schaut. Byzanz ist tot. Und du auch gleich. Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, Ezio. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüpel. Das gibt uns Luft zum Atmen. Wie viel? Ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertreten. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt und hingerichtet. Ihr Schweine! Wache! Zu mir! Ich schwör! Wir sind fast da. Nieder mit euch! Ja, ich habe gerade ein paar Taschendiebstähle gemacht, genau 2. Hallo, Madame. Oh, habe ich dein Geld? Ja, guckt uns doch nicht so an. Guckt nicht so. Hallo. Oh. Ups, ja, ich mach das... ja. Immer gerne ein paar Unschuldige noch so vermöbeln oder halt ganz kaputt machen. Das ist halt das Lustige an dem Spiel, finde ich. So, 100% synchron. Kann ich mit dir reden, oder? Ach, ich muss hier durch die Tür. Mach ich das auch noch ganz kurz. Na los.
Noch eine Sequenz. Mentor, begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute a voi, Assassini. Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge, es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Und ihr, Ezio. Eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied, ein Freund. Buona idea. Erstmal ablehnen. Denn ich möchte hier den Part beenden. Nach dieser doch recht langen Stadtführung mit noch einer Überraschung, einem Überfall. Aber im nächsten Part werden wir das auf jeden Fall machen. Bis dahin, ciao Leute!